Noch zu der Generation, möchte ich sagen, die Fans von Peter Greenaway sind. Seine Frau haben wir erst im Laufe des Prozesses kennengelernt und haben ihn gefragt, weil er sehr breit sich mit Inszenierung beschäftigt, also nicht nur mit dem reinen Kino, sondern auch mit Videoinstallationen, mit Videomappings auf Barockbilder und mit Operninszenierungen. Und wir haben gedacht, er hat das Potenzial, diese Geschichte in seine visuellen Fragmente zu zerlegen und die emotionale Tiefenwirkung herauszuholen. Und das haben dann beide, er und seine Frau Saskia Boddicke, auch tatsächlich gemacht. Verschiebung des Interesses von Abraham, dem Vater, auf Isaak oder Ismael, den Sohn, ist eigentlich durch die Künstler geschehen. Und besonders durch Saskia Boddicke, die beiden haben eine Tochter und sie haben sich gefragt, wie wäre das, wenn sie diese Tochter opfern müssen, das heißt, wenn sie getötet wurde. Und sie haben dann diese Themenverschiebung vorgenommen und ich finde das sehr interessant, weil das schon in der Renaissance-Malerei Gemälde gibt, die mehr auf Abraham abzielen, aber auch dann Gemälde, die mehr den Sohn in den Blick nehmen und sich die Frage stellen, wie ist das eigentlich für den Sohn, der geopfert werden soll. Sehr berührende Szene in dem biblischen Text, wo der Sohn, der nicht weiß, als er mit dem Vater in die Berge zieht, dass er das Opfer sein soll, und sie an der Opferstelle ankommen und der Vater den Altar baut
Und der Sohn sucht das Reisig zusammen für das Brandopfer und er fragt dann ganz naiv den Vater, wo ist denn das Opfertier? Und der Vater stockt entsetzt und weiß nicht, was er antworten soll. Und dieses Drama hat dann die Künstler dazu veranlasst, sich noch mehr mit dem Opfer Isaaks zu beschäftigen. Thank you.